Willkommen! Ich bin The Real BC Pirate und ihr habt die deutsche Version von meinem Video gefunden. Heute stelle ich eine neue Serie über Flugzeuge in dem Spiel War Thunder vor. War Thunder ist ein populäres Kampfflugzeugspiel, das sich mit Kampfflugzeugen zwischen den 1930er und 50er Jahren befasst. Es gibt auch andere Sachen wie Panzer, aber das kann eine andere Serie werden. In meinem ersten Teil zeige ich euch ein englisches Flugzeug. Dieses Flugzeug ist das erste im War Thunder Flugzeugstammbaum von Großbritannien. Deswegen kostet es überhaupt gar nichts und jeder, der dieses Spiel gespielt hat, hat dieses Flugzeug. Aber zuerst möchte ich euch fragen, was für ein Doppeldecker-Flugzeug ich zunächst zeigen sollte. Für jede weitere Folge werden meine Zuschauer entscheiden, was für ein Flugzeug ich zunächst präsentieren werde. Ja, das bist du. Einfach in den Kommentaren da unten einschreiben. Wenn du kein Doppeldecker-Flugzeug kennst, kannst du das Land wählen, woher das Flugzeug kommen soll. Die Wahlmöglichkeiten sind die USA, Deutschland, Italien, Russland, England und Japan. Aber jetzt zurück zu dieses Video. Das Flugzeug heißt Fury Mark I. Der Fury Mark I Doppeldecker ist kein gutes Flugzeug. Es ist langsam, schwach gebaut und hat keine Panzerung für den Pilot. In Simulator-Schlachten kann man nur von dem Cockpit aus sehen und die Sicht ist sehr schlecht, besonders beim nach vorne gucken. Glaub mir, das wirst du bestimmt sehr oft tun wollen. Gegen andere Doppeldecker ist die Geschwindigkeit kein Problem, denn sie können normalerweise nur weniger als 300 km/h fliegen, ähnlich wie die Fury. Aber sie ist nicht sehr wendig und verliert ihre Geschwindigkeit furchtbar leicht beim Kämpfen. Daran hat der schwache Motor ziemlich viel Schuld. Die Looping-Rate ist auch niedrig und deswegen wäre es umso besser, wenn der Pilot seinen Angriff im Voraus planen würde. Mit seinem schwachen Motor kann die Fury keine Bomben tragen und muss deswegen sinnlos versuchen, feindliche Flak- und Artilleriepositionen abzuschießen. Das ist schwierig und man bekommt dafür wenige Punkte. Beim Luftkampf wird die Fury fast immer gegen bessere Flugzeuge eingesetzt. Das sind modernere Flugzeuge mit einer größeren Höchstgeschwindigkeit, besserer Bewaffnung und Pilotenpanzerung, die für die Fury fast unerreichbar sind. Historisch gesehen benutzte die britische RAF diese Flugzeuge sehr wenig. Und sie wurden nach 1939 nur als Trainingsflugzeuge eingesetzt. Andere Luftwaffen haben Furies weiterhin benutzt, zum Beispiel Spanien und die jugoslawische Luftwaffe. Aber bis 1941 waren alle Varianten dieses Flugzeuges völlig verärztet. Im Spiel kommt das Flugzeug ohne Modifikationen und obwohl man das Flugzeug verbessern kann, wird man bald merken, dass es sich nicht lohnt. Spieler mit diesem Flugzeug sollten eher so schnell wie möglich eine neue Maschine recherchieren, weil man nur so wenig Spaß haben kann, dieses Flugzeug zu fliegen. So, ich bin fertig, mehr gibt's nicht zu sagen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wenn ja, dann hinterlasst bitte ein Gefällt mir unter diesem Video. Wenn ihr eine Idee für mein nächstes Flugzeugbeurteilung habt, schreibt mir das bitte im Kommentar, denn ich habe das Gedankenlesen noch nicht völlig gemeistert. Ich bin The Real BC Pirate, danke fürs Zuschauen.